Nein. Bist du das? Sicher, ja. Alter. Dass ich dich hier treffe? Dass du hier bist? Das ist nicht zu glauben. Nein. Nein, sowas. Ist das so lang her? Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass du in der Stadt bist. Nur kurz mal. Also wirklich sowas? Nur kurz Besuch. So eine Überraschung. Ja. Es ist seltsam, dass wir uns hier treffen, so. Hier meine ich. Wir haben ja nicht. Naja, wie es eben so geht. Das ist wirklich komisch. Da stehe ich so da, siehst du. Stehst da und denkst nach? Ja, denke und denke. Denkst nach und fühlst, was ist? Ja, tue ich wohl. Hast du Zeit? Oder vielleicht hast du keine Zeit, hast noch was vor, es ist vielleicht eilig. Auf jeden Fall schön, dich wiederzusehen. Es ist so lange her seit zuletzt, das ist so eine Überraschung. Stehst auf einmal da. Das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass du auf einmal da stehst. Ich kann mich schon ein bisschen hinsetzen. So eine Überraschung? Ja. Ich habe an dich gedacht, als ich herkommen wollte, aber... Naja, wir haben ja nie so viel miteinander zu tun gehabt und es ist lang her. Seit zuletzt. Du, als ich hier bin, gestern im Flugzeug, da war ein kleiner Junge im Flugzeug. Als wir ganz oben waren, wir können die Vögel nicht sehen, ist das nicht komisch? Und heute habe ich mit einem kleinen Mädchen gesprochen, die war bestimmt erst 2 oder so. Die hat mir ihre Puppe gezeigt. Ich habe gesagt, was für eine hübsche Puppe, wie heißt sie denn? Sie hat gesagt, sie heißt Amalie. Ich habe gesagt, was für ein hübscher Name. Und weißt du, was sie gesagt hat? Alle schönen Namen sind traurig. Sehr süß. Ja, was so kleine Kinder alles sagen, die können einfach so was Wahres sagen. Du hast keine Kinder? Lebst du immer noch allein? Bist du immer noch mit deiner Frau zusammen und eurem Sohn? Ja. Und warum bist du hier? Nur so. Bist du oft hier? Nein, nicht so oft. Manchmal. Ziemlich selten sogar. Aber manchmal eben. Wohnst du in der Nähe? Nein. Aber nicht weit weg. Bist du einfach so hier? Oder wolltest du herkommen? Ich bin spazieren gegangen und dann hergekommen, nur so. Ja, so war es bei mir eigentlich auch. Bist also nicht oft hier? Ja, manchmal eben, schon öfter, aber nicht oft. Ist doch seltsam, dass wir uns hier treffen. Geht's dir gut? Ja, danke. Ich meine im Ernst. Ja, gar nicht schlecht, es geht mir nicht schlecht, ganz gut doch, ja. Nein, ich weiß nicht. Und dir? Gut. Musst du gehen? Nein, noch nicht. Hast nichts Bestimmtes vor? Und du? Ja? Nichts. Nee, sag ruhig. Weißt du, ich denke, vielleicht bin ich hergekommen, um dich zu treffen. Vielleicht. Und warum bist du hier? Vielleicht, um dich zu treffen. Kann ja sein, wer weiß. Nein, ich weiß nicht. Doch, wahrscheinlich darum. Eigentlich habe ich wirklich an dich gedacht, bevor ich her bin. Das ist wahr. Aber
Ich bin auch früher schon hier gewesen. Aber da bist du nicht gekommen. Ist das wahr? Ja. Hast du gedacht, du triffst mich hier? Nein. Oder doch, irgendwie schon. Irgendwie habe ich schon daran gedacht. Nicht so klar, aber irgendwie bin ich schon dahin gegangen, wo du sein würdest, doch, ja. Aber geglaubt hast du nicht, dass ich hier bin? Nein. Nein, ich auch nicht, dass du hier bist. Manchmal, nicht so oft, aber manchmal denke ich an dich. Wirklich. Und ich an dich? Du liest, was auf den Grabsteinen steht? Ja, tun doch alle auf Friedhöfen, nicht? Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, alle tun das. Also ich auf jeden Fall. Vielleicht sind Grabsteine dafür da, vielleicht, dass wir rumgehen und lesen, was auf ihnen steht und dann nachdenken, wer die Toten wohl gewesen sind. Ich glaube, sie stehen da, damit Gott sich daran erinnert, wer da liegt. Du, all die Toten, all die unendlich vielen Menschen, die gestorben sind, immer wenn ich in einer Stadt bin, auf einem Hügel stehe und über eine Stadt schaue, so dann sehe ich mir ein Haus nach dem anderen an und denke, dass die Menschen, die da jetzt wohnen, in den Häusern, die da jetzt arbeiten, in ein paar Jahren gar nicht so lang, dass keiner von denen mehr da ist. Bald sind sie alle weg. Und andere Menschen sind in den Häusern, auf den Straßen. Nach und nach werden alle Menschen ersetzt durch andere Menschen, aber die Stadt ist noch da und die Häuser. Ja, ich glaube, deswegen mag ich alte Häuser so gern. Sie behüten die, die da mal waren, aber nicht mehr da sind. Irgendwie jedenfalls. Ist das so? Weißt du, ich habe in ein paar alten Häusern gewohnt. Du hast? Ja. Aber ich bin nicht so geschickt. Ich bin nicht der Richtige für so alte Häuser. Ich kann sie nicht instand halten. Ich bin umgezogen, habe sie verkauft. Du hast? Ja. Also wir. Kennst du wen, der hier liegt? Ja. Viele? Ja, natürlich, aber... Willst lieber nicht drüber reden. Wollen wir wohin gehen, wo wir allein sind? Mit dir allein? Naja, in mein Hotelzimmer vielleicht, ja, vielleicht. Also, dass ich sowas sage... Willst du wirklich? Ja, vielleicht. Nein, mach keinen Unsinn. Ich hab das immer gewollt eigentlich. Und warum hast du nie was gesagt? Früher, meine ich. Sowas kann man doch nicht sagen. Ja, also, willst? Ich habe dich oft vermisst, weißt du. Ja? Ich habe gedacht, dass ich dich vielleicht irgendwo treffe, als ich losging, dass es wirklich war. Ich habe das gedacht, ganz klar. Ich wusste, ich würde dich treffen. Ist das nicht seltsam? Wirklich seltsam? Na, soll ich dir was sagen? Ich habe dich vermisst. Und dann treffen wir uns hier. Und das gleich, nachdem ich an dich gedacht habe, dich vermisst habe. Oft am Abend, wenn ich in meinem Bett liege, dann auf dem Sofa, dann denke ich an dich, dann spüre ich, dass du da bist. Das ist total verrückt. Immer noch. Vielleicht nicht mehr so oft jetzt, aber ab und zu. Irgendwie liegst du bei mir und ich halte dich im Arm. Es ist wahr. Ich habe mich oft gefragt, ob du das auch spüren kannst. Dass du irgendwie bei mir liegst, meine ich. Du kannst? Ja. Aber das sind wohl nur Gefühle, eingebildete Sachen. Wenn wir, du und ich, uns zusammentun, würde das alles verschwinden. Alles würde anstrengend und mühsam werden und nach ein paar Jahren wären wir nicht mehr zusammen. Würden uns trennen. Trennen, genauso wie alle anderen. So ist das einfach.
Vielleicht. Ja. Ist so, aber nicht unbedingt, natürlich. Vielleicht. Gut, nicht. Es kribbelt überall in mir. In mir auch. Aber wir können doch nicht, wir können doch nicht. Dann haben wir wahrscheinlich Lust, miteinander zu schlafen. Auch das, ist das wichtig, miteinander zu schlafen? Irgendwie schon. Ich kann schlafen, mit wem ich will, so viel steht fest. Das ist was anderes. Ja, natürlich. Weil es Liebe gibt. Ja, ja. Aber die ist irgendwie, als würde man sich nur um sich selber kümmern. Ohne Rücksicht, ja. Ich weiß nicht, ob ich Liebe mag. Ich glaube, ich bin gegen Liebe. Liebe. Liebe, die Väter dazu zwingt, ihre Kinder zu verlassen. Bin ich dagegen? Ich habe kein Kind, ich habe keinen Mann, ich bin allein. Wir müssen einfach zusammen sein, das wissen wir seit langem beide. Die Zeit kann nicht einfach so vergehen. Wir haben einander viel zu lange vermisst. Aber keiner hat sich getraut, es zu sagen. Vielleicht wäre es auch zu gefährlich gewesen. Aber oft haben wir dasselbe gefühlt. Oft habe ich das auch gespürt, als würdest du bei mir liegen oder ich bei dir. Obwohl du nicht da warst, warst du da. Ich habe dich gespürt. Ich habe gewusst, dass du da bist. Ja, so ist es einfach. Vielleicht. Ich habe mich auf einmal so leer gefühlt, fast als würde ich mich langweilen. Total leer. Ganz starr habe ich mich gefühlt. Aber du hast doch hier gesessen und geweint. Das habe ich gesehen, wie du geweint hattest. Warum hast du geweint hier allein? Na, da muss man sich keine Sorgen drum machen. Das ist einfach so. Das ist... Nein. Weißt du, ich kann es nicht. Ich kann es nicht ertragen, diese Gefühle. Gefühle, Gefühle, scheiß Gefühle. Ich hasse Gefühle. Außerdem hast du Familie, Frau, Kind? Ja, ja. Und dann sitzt du hier und weinst, ganz allein? Nein, 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 ich habe nicht geweint. Du und was du Liebe nennst, sitzt hier und weinst. Ja, genau, ich und was ich Liebe nenne, sitze hier und weine. Liebe und Tod, immer nur Liebe und Tod. Damit das Leben weitergeht, damit die Häuser und die Straßen der Städte gefüllt werden, damit die Leute sterben, voll Angst, Schmerzen und Verzweiflung. Damit die Leute sich aneinander pressen in Lust, Schmerz und Angst. Und neue kleine Menschen, die dann sagen, dass schöne Namen immer traurig sind, geboren werden. In Angst, Schmerzen und Verzweiflung. Und bei all dem soll das, was wir Liebe nennen, so furchtbar unbegreiflich sein, so vollkommen unfassbar. Aber dass es das gibt, spüren wir schon. Liebe. Da sind wir ja drin, wie wir hier stehen. Allein, miteinander. Wir wissen es beide, wir wissen es. Vielleicht ist es Liebe, was die Toten erlöst, vielleicht. Gottes Liebe? Ich weiß nichts von Gottes Liebe, aber vielleicht ist es Gottes Liebe, wer weiß. Aber dann ist es ja Gott in uns sozusagen, der die Toten erlöst. Vielleicht ist das so. Vielleicht werden die Toten erlöst, indem Kinder geboren werden. Wir reden ja bloß eigentlich alles Unsinn, was wir sagen, nur Gerede. Ja, natürlich, aber die Toten? Sind tot, ja, das ist kein Unsinn. Sie haben gelebt, jetzt ist von ihnen fast nichts mehr übrig. Sie waren nichts, noch gar nicht da, dann waren da auf einmal zwei Menschen, die, na, wir haben das gemacht, mit Lust und Last jedenfalls, vielleicht haben sie es hier gemacht, vielleicht haben sie auf diesem Friedhof gefickt. Auf einem Friedhof, na, weißt du. Ja, auf einem Friedhof, wie diesem hier,
hat er sie gefickt, hat sich an sie gepresst, vielleicht verzweifelt an ihren Armen gezerrt, und sie hat geschrien vor Angst und vor Lust, als er in sie eingedrungen ist, sie auf den Boden gelegt und sie auf sie gepresst und den Rock hochgeschoben, und sie hat gestöhnt und geschrien, nimm mich hart, nimm mich, hat sie geschrien. Schon möglich, dass du recht hast? Oder sie sind von einer Familienfeier weggeschlichen. Familienfeier? Na, du bist mir einer. Ja, von einer Familienfeier. In das Kinderzimmer. In einem alten Herrenhaus, gar nicht weit weg von ihr. Da haben sie sich versteckt. Doch gut möglich. Oder sie haben ihr Kind mit Mühe und Not zustande gebracht. So lange haben sie es probiert. Der Vater und die Mutter. Der Vater müde. Die Mutter verängstigt und starr. Aber irgendwie haben sie es dann doch noch geschafft. Aber elendlang probiert. Und als Onkel und Tanten und Großeltern und wer noch alles sahen, dass Mutter so langsam rund wurde, da waren sie so glücklich, aber allen war es auch ein bisschen peinlich. Denn sie wussten, was Mutter gemacht hatte, bevor sie so weit war. Daran dachten sie. Sie dachten im Stillen so viel daran. Sie dachten, dass der ehrenwerte Vater und die ehrenwerte Mutter sowas gemacht hatten. Sowas Unaussprechliches. Und der ehrenwerte Vater, der war vielleicht gar nicht so ehrenwert genau betrachtet. Vielleicht hat er jedes einzelne Mal den Hosenstall aufgeknöpft. Wenn er mit der ehrenwerten Mutter allein war, hat ihn aufgeknöpft und seinen steifen Stängel herausgeholt und gesagt, komm, lutsch ihn mir. Also jetzt wird's peinlich, wirklich. Man muss nicht alles aussprechen. Ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn die Leute immer so frei und lässig sein wollen und über alles reden. Ja, stimmt, das ist schrecklich und immer so peinlich. Es ist immer so furchtbar unsexy, über Sex zu reden. Unsexy, also du? Ja, Sex, was für ein Wort. Und Gott ist genauso. Nein, hör auf jetzt. Nein, das meine ich im Ernst. Naja, was man so ernst nennt. Aber je mehr wir darüber reden, über Sex, und je mehr wir darüber reden über Gott, ja, desto mehr verschwindet das, worüber wir reden. Am Schluss ist nur noch das Gerede übrig.